Herrn Ströbel das Wort. Danke, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mal eine Frage, Frau Bundeskanzlerin. Haben Sie mal darüber nachgedacht, sich bei Edward Snowden zu bedanken? Immerhin haben Sie es ihm und seinen mutigen Enthüllungen zu verdanken, dass Ihr Handy wahrscheinlich derzeit nicht abgehört wird. Immerhin haben Sie ihm das zu verdanken, dass Sie mit dem US-Präsidenten telefonieren durften, konnten, Anlass hatten, ihm zu erklären, dass das gar nicht geht, und von dem Präsidenten die Zusicherung zu bekommen, jetzt und in Zukunft hören wir Sie nicht ab. Sind Sie überhaupt nicht dankbar? Wäre das nicht eine menschliche Geste hin zu Herrn Snowden, zu sagen, Dankeschön? Und warum reden Sie eigentlich heute hier nicht, Frau Bundeskanzlerin, warum reden Sie nicht, wo es um Ihr Handy geht, um Ihre Aufgaben des Schutzes der deutschen Bevölkerung vor Abhören, millionenfachen Abhören und Abfangen der Telekommunikationsbeziehungen? Warum ducken Sie sich weg und machen in Ihrer anderen Rede so eine kleine Andeutung und sitzen jetzt hier und hören sich das an? Das ist nicht mutig. Ich hatte was anderes von Ihnen erwartet. Und nun komme ich zu Herrn Friedrich. Den habe ich ja sowohl im PKG als auch dann immer wieder in der Presse erlebt. Herr Friedrich, Sie hätten sich auch hier mal hinstellen können und sagen, ich habe mich geirrt im August. Sie sind aus den USA zurückgekommen. Haben gesagt, alle Vorwürfe haben sich in Luft aufgelöst. Soll ich sie Ihnen vorlesen? In Luft aufgelöst. Ich habe dann immer geguckt, weil das war damals schon nicht richtig. Es war damals schon nicht richtig, und falsch war auch, was Herr Pofalla erklärt hat, die Vorwürfe sind vom Tisch. Und falsch war auch, was ihm die NSA und deren General erklärt hat und ihren Präsidenten, nämlich, sie halten in Deutschland Gesetz und Recht ein. Das war falsch. Das war die Unwahrheit. Mich interessiert mal, was haben denn Ihre Emissäre, die Sie jetzt dahin geschickt haben, die Präsidenten der Geheimdienste, was haben die denn eigentlich Ihren Kollegen gesagt, dass sie so reingelegt worden sind, dass sie hier nach Deutschland gehen und sagen, es ist überhaupt nichts gewesen, wir halten uns selbstverständlich an Gesetz und Recht. Und dann hören Sie, dass die Kanzlerin abgehört worden ist. In welchem deutschen Gesetz, in welchem deutschen Recht steht, dass man die Bundeskanzlerin abhören darf? Deshalb sage ich, und jetzt komme ich auf Ihre Rede heute, Herr Friedrich, Sie betonen immer, in Deutschland sind Millionen Deutsche nicht abgehört worden. Herr Friedrich, Sie wissen, ich stelle Ihnen immer wieder die Frage, was können Sie darüber sagen, wie viele Millionen Deutsche über ihre Telekommunikationsverbindungen, über die Internet, über die Server in den USA, über die Glasfaserknotenpunkte in Südengland, wie viele Deutsche sind da abgehört worden, ihre Telekommunikationsverbindungen gespeichert und ausgewertet worden? Sagen Sie doch mal was dazu. Waren es 1 Million? Waren es 20 Millionen? Waren es 50 Millionen? Waren es 80 Millionen? Und was ist denn da dran, dass in einem Monat, da haben Sie sich hierzu geäußert, aber das war das falsche Beispiel, dass in einem Monat über 400 Millionen Telekommunikationsverbindungen von Deutschen abgehört worden sind? Erklären Sie uns das doch mal, beantworten Sie die Frage. Sie gehen nämlich in die USA und stellen nicht mal konkrete Fragen. Sie schicken Fragenkataloge dahin, und die sind bis heute, die Sie im Juni dahin geschickt haben, bis heute nicht beantwortet worden. Da ist eine einzige Frage, nämlich was man sich unter Prism vorzustellen hat, beantwortet sonst nichts.
Was machen Sie denn da? Sagen Sie Ihren Kollegen, das nehme ich nicht länger hin. So könnt ihr mit nicht umgehen. So geht man mit Freunden nicht um. Nein, Sie machen überhaupt nichts, sondern sind devot in einem Maße, wie das einem deutschen Bundesinnenminister nicht würdig ist. Weil wir auch zu klären haben, jetzt nicht nur im Interesse der Kanzlerin, nicht nur im Interesse der deutschen Wirtschaft, sondern vor allem im Interesse der 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Es geht um deren Grundrechte, es geht um deren Freiheit der Kommunikation über Handy, über E-Mails, über Telefon. Um die geht es. Und deshalb, um das aufzuklären, brauchen wir eine parlamentarische Instanz, die das macht, weil Sie, die Bundesregierung, völlig versagt haben in diesem Bereich. Wir brauchen eine, und da wird ja der Kollege Grosse-Brömer wahrscheinlich gleich was zu sagen, wir brauchen eine besser ausgerüstete, besser dastehende PKG, parlamentarische Kontrollgremium. Da gibt es ja auch Einigkeit in einigen Punkten. Wir brauchen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der die Rechte hat, Zeugen zu befragen. Und wir brauchen, weil das ja stimmt, was Herr Steinmeier sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass General Alexander hier nach Deutschland kommt und aussagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere NSA-Leute nach Deutschland kommen und aussagen. Wir haben das in anderen Untersuchungsausschüssen probiert, die haben nicht mal geantwortet. Deshalb brauchen wir Edward Snowden, um hier in Deutschland aufklären zu können. In Deutschland vor einem deutschen Untersuchungsausschuss muss er die Möglichkeit haben. Und Herr Kollege Uhl, Sie haben ja immer wieder betont, was kann der denn uns schon sagen? Seine Dokumente sind doch unterwegs. Herr Snowden hat diese Dokumente ja nicht ohne Grund ausgewählt. Er kann uns sagen, in welchem Zusammenhang sie stehen. Er kann uns erklären, was sie bedeuten. Er kann uns die Interpretation geben. Wenn das kein klassischer Kronzeuge ist, dann kenne ich keine Kronzeugen. Der muss nach Deutschland kommen können, hier aussagen, vor der Justiz, beim Generalbundesanwalt, aber auch vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es wird ja immer wieder gesagt, woher wissen wir denn, dass der die Wahrheit sagt? Das haben Sie ja zutreffend gesagt, Herr Kollege Steinmeier. Ich habe das genau verfolgt. Ich habe mir das auch noch mal angeguckt. Es sind verschiedene Dokumente, die er übrigens nicht aus Moskau schickt, sondern die er schon in Hongkong an Journalisten weitergegeben hat, und die veröffentlichen die jetzt. Alle Dokumente, alle, die er gegeben hat, sind bestätigt. Es gibt nicht ein einziges Dokument davon, wo auch nur die NSA bestreitet, dass die echt sind. Deshalb ist das ein Zeuge, den wir hier brauchen. Und ich sage Ihnen, dieses No-Spy-Abkommen, was Sie da vorbereiten, es kann doch nicht nur darum gehen, dass die Kanzlerin nicht abgehört wird und die deutsche Industrie nicht abgehört wird. Es geht um die 80 Millionen Deutschen, die nicht abgehört werden dürfen. Das heißt, ein No-Spy-Abkommen, was nur Sie schützt, was nur die deutsche Industrie schützt, das ist ja ganz schön, das sind wichtige Punkte. Ich will auch nicht, dass die Kanzlerin von der NSA abgehört wird. Aber es geht letztlich um die ganze deutsche Bevölkerung. Und lassen Sie mich abschließend sagen, so lange habe ich noch nie reden dürfen, aber ich hätte noch viel mehr zu sagen. Ich will Ihnen nur eins sagen. Wir, die hier diese Sitzung beantragt haben, die gesagt haben, das ganze Problem muss ins Plenum des Deutschen Bundestages. Und die wir hier die Forderung jetzt gestellt haben, wir, die wir die Forderung auch aufgelistet haben in unserem Antrag, wir vertreten 60% der deutschen Bevölkerung hier. Und deshalb ist es notwendig und richtig, dass Sie unseren Verlangen nachkommen. Wir wollen unsere Aufgabe ernst nehmen. Wenn wir es nicht in der Regierung können, dann machen wir es in der Opposition hier im Bundestag. Unsere Aufgaben, die Telekommunikationsbeziehungen der deutschen Bevölkerung wieder sicher zu machen, wenigstens es zu versuchen. Darum geht es uns, und deshalb haben wir heute diese Sitzung durchgeführt. Der nächste Redner ist Michael Grosse-Brömer.